Drei Mitglieder des Nordhäuser Stadtrates sind heute Morgen offiziell in die Führungsspitze der Nordhäuser Stadtverwaltung aufgenommen worden. Bereits am 4. November wurden Lothar Emrich und Manfred König zum ersten bzw. zum zweiten ehrenamtlichen Beigeordneten durch den Stadtrat gewählt. Ich schwöre das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Freistaates Thüringen. Gegen beide Bewerber, Emrich von den Linken und König von der CDU, schickte damals die SPD-Fraktion Helga Rathenau ins Rennen, die jedoch in der Wahl letztlich zweimal den Kürzeren zog. Heute gab es dann für die Herren Emrich und König die entsprechenden Urkunden. Oberbürgermeisterin Barbara Rinke nahm ihnen beiden den Eid ab. Lothar Emrich und Hartmut König können nun an den Dienstberatungen teilnehmen. Sollten einmal, auch das war in Nordhausen schon der Fall, die Oberbürgermeisterin, der Bürgermeister oder die Dezernentin nicht regieren können, dann ist automatisch Lothar Emrich der höchste Repräsentant der Rolandstadt. Übrigens ernannt wurde dann auch noch Dr. Maximilian Schönfelder zum ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten der Stadt Nordhausen. Auch hier sei eine gute Wahl durch den Stadtrat getroffen worden, so die Oberbürgermeisterin, die allen drei Herren gratulierte.